Es ist immer noch Blutmond. Ich würde aber jetzt gerne gucken, ob wir noch eine kleine Mission bekommen. Ja, eine kleine. Und für Dingsbums kriegen wir noch was. So, was haben wir hier? Und auch für Zelda. Ja, das ist doch eine schöne Sache. So, dann gucke ich mal, ob ich für Zelda auch irgendwas Neues habe. Warte mal, das ist nicht begrenzt Waffen oder sowas, weil... Ja, so, okay. Gut, dass wir sie hochgelevelt haben. Ach, guck mal, jetzt ist das sogar hier. Aber darauf habe ich keine Lust, weil da haben wir fast alles gesammelt. Also ja, da fehlt noch was, aber das würde ich irgendwann mal machen. So, dann gucke ich noch mal bei ihr. Oder doch noch was rein können. Mhm. Nö. Das wäre eine coole Sache. Spezialangreifen leisten, Regeneration. Es dauert aber, glaube ich, noch, bis wir ein neues Level erhöht. Warum auch immer der jetzt O gemacht hat. Aber die Rüstung ist ja mal voll nervig mit Material zu verbessern sammeln. Welche meinst du jetzt? Achso, du meinst die Endrüstung, ne? Boah, ich weiß gar nicht, was man da braucht. Gar keine Ahnung. Nee, nicht mehr. Zelda. Das ist das Letzte, was wir für Zelda brauchen, ne? Wächterurkunde, 18 von 5. Aber von den meisten haben wir eigentlich genug, ne? Wächter aus einer anderen Welt. Du wurdest von einem Forscher des Königlichen Instituts damit beauftragt, einen Wächter aus, auf dem Schlachtfeld einer anderen Welt zu untersuchen. Bringe die Ergebnisse zurück zu dem Forscher. Ich habe es geschafft. Wächter aus einer anderen Welt. Die übermittelten Daten führten zu einem großen Durchbruch in der Erforschung antiker Relikte. Ein Forscher informierte dich aufgeregt über eine neue Funktion, die den Chica-Stein hinzugefügt wurde. Die Wirkung von Chica-Modulen ist stärker. Okay. Somit haben wir alle Zelda-Sachen. So, dann wollen wir mal diese eine Schlacht machen, wo auch immer sie ist. Bin ich hier? Hä? Nee. Bin grad blind. Ach, da ist sie doch. So. Nur bestimmte Kämpfe und Zeitlimit. Warte mal. So. Ich kann den gucken. Das sieht lecker aus. Ja, aber du kriegst es trotzdem nicht. Oder? Erfahrung. Erfahrung. Köstlich. Ich wollte gerade gar nicht auf okay, ich wollte was anderes machen, egal. Man braucht die Drachensplitter von allen drei Schuppen oder Hornsplitter klauen. Ah, aber das war das nicht. Ist das aber nicht auch bei den, bei der, Reckenkleidung? Mann, das war da auch. Ich habe jetzt übrigens erst letztens erfahren, dass wenn du die Reckenkleidung trägst, dass du dann erkennst, wie viel Lebenspunkte die Gegner noch haben. Aber anscheinend nur, wenn du das trägst. Bin ich mir jetzt aber nicht komplett sicher. Fand ich aber mega interessant. Ich glaube nicht, dass wir heute das Spiel hier übrigens fertig kriegen. Aber ich guck mal. Ich weiß ja gar nicht, was man alles hier machen muss. So. Wir hätten die Ruinen erforschen sollen. Das sind die Monster, besiegen wir zuerst. Okay, Vorposten erobern. Dann machen wir das am besten auch, ohne die kleinen Gegner zu besiegen. Auch wenn ich die sehr, sehr gerne besiegen würde. Und die nehme ich aber mit. Die Barmarmkleidung braucht auch Splitter. Hier wird mir doch angezeigt, dass ja auch so ein Ding ist. Scheiße. Und Leben kann auch nur das. Ich meine, ich dachte, es kann nur das Reckengewand. Du
War, hä? Die sind ja gar nicht mehr so stark hier. Oder ich habe Zelda wirklich extrem stark aufgelevelt jetzt. Was ist das denn jetzt? Hä? Ach so, das steckt hier in der Wand fest. Scheiße. Aber die Augen, die haben richtig dunkel, rot geleuchtet. So, das müsste reichen. Du hast gesagt, das Wildnisgewand da auch. Okay. Dann entschuldige ich mich. Nein, shit, ich sehe nix. Schau jetzt einfach, ich sehe nix. Ich sehe immer noch nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Aua. Aua. Das müsste eigentlich Zeit. Also das müsste eigentlich zeitlich eigentlich einigermaßen reichen hier. Nimm's Tass. Ich finde übrigens diese Gebäude hier überall total interessant. Jetzt gleich einmal rumlaufen? Oder wie ist. Warte mal. Kann ich die Karte ranzoomen? Ah, okay, da kann ich. Weiß gar nicht, ob das viel bringt. Oh, ich habe gerade jetzt gemerkt, oben und unten wird der Bildschirm dann ein bisschen dunkel. Finde ich cool gemacht. Oh. Blitzler. Das funktioniert so gut wie nie. Scheiße. Übrigens immer noch nicht. Und jetzt macht er bestimmt wieder so einen Kackbombenteil. Okay. Puh. So, noch ein Special. Okay, wir müssten es jetzt haben. Aber schön, dass die uns die Truppen helfen. Boah, stell dir mal vor, die machen auch Leuen als spielbare Figuren. Wäre ja möglich, ne? Scheiße. Wäre möglich, wäre es ja. Wieder nicht. Okay, das war's noch nicht. Was ist denn jetzt noch da oben? Ist da noch wieder so ein kleiner Plag? Scheiße, den hätten wir hier besiegen müssen. Zelda ist ja, mag ich eigentlich recht gerne hier als Figur, aber die ist echt nicht so geil zu spielen. Also das ist schon anstrengend. Oh, hier spawnen so wenig Gegner. Oh, neue Stufe, geil. Hier spawnen keine Gegner.
Wo ist der Große? Du musst jetzt da sein. Das müsste schon, könnte schon reichen. Ah, okay, jetzt kommt noch was Großes. Ja. In 5 Minuten, klar. Mache ich. Wie schön, dass sie nebeneinander sind. Bringt mir noch nicht viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, es zieht ja gar nichts ab. Ah, super, es hat mal geklappt. Okay, wir haben es geschafft eigentlich, weil ich kann noch einmal das Special machen. Da müsste der andere automatisch besiegt werden. Und wenn nicht, ich habe das ja noch. Ich habe ihn jetzt nochmal so geschwächt. Ja. Oh. Aber schön. Wir haben 5 Leuen besiegt, kriegen dafür die ganzen. Ah, guck mal, wir kriegen auch noch 9 Siegelbogen. Okay. Schön. Vielleicht haben wir jetzt sogar noch eine stärkere Waffe. 59. Ach, die heißt immer Sieg. Der ist auch anders. Ja. Kriegen wir ein paar Pilze natürlich nicht. Puh. Immer noch 25. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier 30. Oder noch nicht. 27, 28, aber wir haben hier 25. Also das Ding stimmt doch nicht immer. Oh. Okay, Moment. Da. Aha. Dann zeig ich mal her, was wir jetzt so kriegen. Wir haben jetzt im Prinzip die. War das die letzte Mission? Ich glaube schon. Also, es war die letzte Mission, die man hier machen konnte. Wie sieht's denn hier unten aus? Zählt zu 100% auch, dass wir die da alles 100%ig einsammeln? Ich glaube aber nicht, ne? Wäre krass. Aber da fehlt mir ja auch nochmal eine ganze Menge. Wir haben überleben. Warte mal. Wir haben alle!
Wir wollen Tareko zurück. Alle vermissen Tareko. Verarbeitet zusammen dem nützlich erscheinenden Teile für Drangos Reparatur zusammen, wenn du nur fest daran glaubst, dass Tareko wieder zum Leben erwecken werden kann. Ja, komm! Jetzt ist er perfekt! Ist übrigens extra leise, glaube ich. Ja. Vielleicht etwas vergessen? Nein. Du hast alles gegeben. Warten wir ab, was passiert. Womöglich ist er einfach nur müde. Rivali könnte recht haben. Hey, einen guten Morgen. Wach doch endlich auf. Impa. Was ist mit der denn falsch? Ja, das haben die echt süß. Da sind überall so Klebestellen dran. Zurück, Tareko. Ja, der kann immer noch trollern. Schön. Und jetzt kommt der Abspann. Tatsache. Jetzt haben wir mal einen Abspann. Ich möchte den aber gerne überspringen, weil dann würde ich mir mal irgendwann angucken, wenn wir alles wirklich haben. Kommt jetzt irgendwie noch eine Post-Sache? Ja, geil. Ach, guck mal, der lief er wieder, der Kleine. Jetzt läuft er auch bestimmt bei uns in der Schlachthöhle vorbei. Hey, gute Arbeit. Willkommen zurück, Tareko. Durch die Reparaturen ist Tareko stärker als hier zuvor und kann uns sogar an deiner Seite kämpfen. Da freust dich dann zu. Was? Nee. Ein kleiner Wächter, der plötzlich vor Link und anderen erschien, er reist aus der Zukunft durch die Zeit und Raum, um Zelda zu retten. Im Kampf gegen die Verheerung wurde er bestätigt, doch Zelda und anderen sammelten Teile, um ihn wieder zu reparieren, wieder zu aktivieren. Was? Ist ja geil. Ach, egal. Ist ja geil. Tareko neu und verbessert. Du erfährst, dass Prinzessin Zelda persönliche Verbesserungen in Tareko vornehmen möchte und wurde beauftragt, die nötigen Materialien zu finden. Tareko selbst wird höchst erfreut. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Die Justierung ist abgeschlossen. Tareko ist in Bestform. Fröhlich hüpft er nun im Institut umher, doch seit Prinzessin Zelda seine Hülle verstärkt hat, ist dieses zum Glück absolut kratzfrei. Kriegt er noch ein Herz. Und von ZR kannst du normal anschauen. Okay. Ich hoffe, dass da noch Missionen kommen, dass man mit dem hier kämpfen kann. Also nochmal testet. Qualitätskontrolle für Tareko. Endlich ist Terakos Reparatur abgeschlossen. Der rund erneute Tareko ist noch sehr anfällig und braucht eine Reihe von Checks, bis er wieder nach draußen darf. Besorge dir nötige Materialien. Da hast du deine antiken Schrauben, mein Kleiner. Die Checks sind abgeschlossen und Tareko ist perfekt in Form. Er ist sogar eine neue Technik entwickelt, die er allen demonstriert, während er ein fröhliches Liedchen spielt. Ihre Combo-Angriff. Herzen. Combo-Angriff. Anding für die Nachwelt. Alle taten, was sie nur konnten. Und die Verheerung aufzeigen. Damit dieses Bild nicht vergessen wird, soll es Tareko übergeben werden für die Materialien, damit die Daten gespeichert werden können. Puh, Bockblin-Urkunden müssen wir abgeben. Ja, komm, ist mir aber wert, dass der Kleine auch ein bisschen mehr hat. Tareko bewahrte die Erinnerung daran, wie sich alle in Kampf gestellt haben, ohne zurückzuweichen, sorgfältig auf. Er schien etwas zu sagen zu wollen, vielleicht, dass er auch sein Bestes tat. Cool, und das ist auch auf der nächsten Stufe. Luxusgeflügel, Heimwohlgras, Ei und Ziegen. Schön, das machen.
Haben wir hier noch irgendwas, was der machen kann? Was kriegen wir hier an? Da. Erinnerungslücken. Manche von Telekos Erinnerungen fehlen, vielleicht weil Teile im Kampf kaputt gingen. Sammelt Teile für die Reparaturen, Teile, die dir Erinnerungsvermögen fördern, damit Irako sich wieder erinnern kann. Ja, dann komm. Telekor hörte, wie alle bis jetzt überlebt hatten und seine Gedächtniskarte zurück. Telekor wirkte höchst motiviert und an der Seite seiner Gefährten zu kämpfen. Schön. Ist noch eins, den Kombo-Angriff. An der Seite der Recken. Terrako ist unzufrieden mit seinem Kraftniveau. Er möchte mit den Recken gehen und neue Techniken lernen. Bereite Materialien vor, die ihn dabei unterstützen. Terrako besitzt Aufzeichnungen über die Recken in der Schlacht, hat von ihnen gelernt und eine neue Technik gemeistert. Er ist fast so, als wäre Terrako nun auch einer der Recken. Vielleicht ist er ja auch einer der Recken, wer weiß. So, ich würde auch gerne eigentlich die anderen Sachen von ihm machen. Ich guck mal, weil ich würde sehr, sehr gerne gucken, ob es irgendwo noch eine Schlacht mit ihm gibt. Was fehlt mir denn da? Inox-Urkunde, okay. Ja, machen wir das einfach. Terrako ist immer im besten Zustand. Achso, Rüstungsreparaturen. Im besten Zustand. Nun hat er selbst Daten analysiert, um herauszufinden, ob seine Rüstung noch gehärtet werden kann. Und die dafür benötigten Materialien sind Zeug. Durch die Verwendung der von Terrako gewünschten Materialien wurde seine Rüstung sogar noch stärker. Das Ergebnis übersteigt seine Erwartungen und glücklich summt er allen ein Dankeslied. Ja, schade. Das ist Spezialangriffsleiste, okay. Alles klar. Ja. Okay. Da oben ist doch noch ein Kampfding. Cool. Krass. Da. Geil. Pool ist Level 57, er ist 57, nur bestimmte Kämpfer und Zeitlimit. Topgegner, bla bla. Ja. Dann würde ich sehr, sehr gerne ihm mehr Erfahrung schenken. So, ich möchte mal gucken. Kocheffekte plus 20%. Genau, dann setzen wir das hier noch rein und das. Ja. Dieser kleine Fratz. Boah, ich bin echt gespannt, wie der jetzt kämpft. Ich habe ihn ja auch ordentlich jetzt noch ein bisschen Zeug, ordentlich ein bisschen Zeug dazu gepackt. Terrako. Energiestrahlen können auch abgefeuert werden, während sie einen normalen Stellenkampf ausführt. Da ist er wieder! Übrigens schneller und langsamer rennen, das finde ich auch lustig. Drücke ZR, um einen Energiestrahl anzugreifen, halte ZR gedrückt, um den Strahl zu verstärken. Hast du ein Schild ausgerüstet, kannst du einen gegnerischen Angriff kontern, indem du... Achso. Das gibt's auch. Boah, Alter, ist der schnell. Eins, zwei, drei, vier. Alter. Zwei, drei, vier, fünf. Scheiße. Der verbesserte Schatzdetektor ist jetzt verfügbar. Hä, was brauchte ich denn? Ja, nice. Da brauche ich doch die Pilze und so für, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei.
1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist der 4er, nicht der. So. 1, 2. Schön. Dauert aber lange, ne? Ah, guck mal. 1, 2, 3, 4. So, die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon. Das Geräusch, wenn die runterfallen, auch geil. So, 300. Ich glaube, ich setze mich später schön nach vorne hin. Mach mir noch Brötchen. Und dann mache ich mir, und dann lese ich, gucke ich mir, glaube ich, Avatar. Ich gucke gerade Avatar. Der Herr der Elemente. Und dann, lese ich mein Buch weiter und dann gehe ich schön schlafen. Und ich möchte spätestens um 12 schlafen. Sollen wir ein paar Gegner spawnen? Da sind sie. Mal da hinten in die. Da war der Hyrule Pilz. Hier hinten ist nix. Wie die da rangesogen werden. Geil. Ach, jetzt werden die auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ja, schön. Okay. Aber so stark hat er jetzt auch nicht aufgelevelt, ne? Es gern gehabt hätte. Ich wusste, man kann die Kisten kaputt machen. Ich habe mich schon gefragt, ob man hier reinkommt oder so. Schon reichen. Ja. Aber Dorefan soll ja auch noch kommen, stimmt. Ich bin da der Stärke bewusst, nun denn. Okay. Was ist er denn da? Der hat ja ordentlich schon ab. Angenommen. Der hat jetzt schon gleich die Hälfte weg. Das ist auch gar nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass es der stärkste Angriff ist. Wollte ich gar nicht. 1, 2, 3. Ja, selber schuld, mein Freund. Boah, der kann aber echt gut ausweichen. Nice. Oh, wie erfrischend, dass jemand für einen kleinen Wächter verliert. Nee, finde ich cool. Besonders weil er so schnell ist, finde ich lustig.
Genau, geil, sozusagen, ja, den, wir haben ihn repariert und jetzt kann er sogar selber kämpfen. Finde ich total cool, die Idee. Na cool. Stufe 58. Ah, Spitze. Was hat er denn? Freundlichkeitsfeder? Eine besondere Feder, die in Terrakus eingebaut worden kann. Sie versteckt die intern erzeugte Energie und hält Terrakus Leistung. Spezialangriffe leisten Regeneration. Schändlich normale Angriffe. Gut, das ist gut. Ja, mal sehen, was jetzt sich öffnet. Ich denke mal jetzt auch noch mal ein paar Missionen. Jetzt sind wir auf der World zu 100%. Super gewappnet. So. Alles Klärchen. Dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt ja oh, da ist doch eine Mission. Was müssen wir da machen? Oh, genau, da haben wir jetzt die Kiste. Minikarte Schatztruhe werden angezeigt. Das ist super. Der verbesserte Schatzdetektor. Es soll tatsächlich eine Forscherin geben, die den Schatzdetektor noch verbessern kann. Doch um sicher zu gehen, dass er überall funktioniert, sollst du Materialien aus einer Region besorgen. Ja. Gönn dir, mein Freund. Gut gemacht. Die Verbesserung des Schatzdetektors war ein durchschlagender Erfolg. Du kannst so die auf der Karte sehen, wo noch Schätze versteckt sind. Geil. So, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Aber cool, dass jetzt der Kleine wieder da ist und mir wichtige Sachen zeigt. So, das kann ich leider noch nicht machen. Oh. Mein Horn und diese. Okay. Fehlt mir nicht hiervon auch einige? So. Ja. Kaufen. Zucker. So. So. Jetzt müsst ihr eigentlich alles davon haben. Eigentlich hier mit. Ach, da braucht man auch noch Pilze, ne? So. Alles klar. Dann, genau, hier ist noch irgendwo, hat sich eine Schlacht gebildet. Wo war das denn? Jetzt bin ich wieder raus. Moment. Könnte man die nicht irgendwo kaufen? Wäre voll lustig. Ja. Also wäre schön, wenn die auch in groß wären, die nächsten Schlachtdinger. Vielleicht kann man das auch irgendwo einstellen. Das fände ich cool. Naja. Okay, warte, dann suche ich mal raus. Wächterduell. Boah, 63. Nee. Wir können ihn auf den Manöverplatz schicken, aber das bringt eigentlich auch nicht viel. Weil... Guck mal, da ist auch noch so viel Platz, ne? Weil der schon ein bisschen stärker sein müsste dann. Hat ein normaler Angriff. Okay. Aber nicht, dass das was bringt, wenn... Genau, aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein stärkeres Ding.